Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Es ist mal wieder Zeit für ein Mitdiskutiervideo bei uns. Und heute geht es um das Thema, sind Prepper gefährlich? Das ist zwar schon ein bisschen her, aber ein Abonnent von mir hat mir da was zugeschickt und das will ich euch nicht vorenthalten, weil das ist richtig gut. Und zwar gab es eine Schlagzeile, SPD befürchtet radikale Unterwanderung der Prepper-Szene. Landtagsabgeordneter Florian Ritter. Nie gehört. Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer irgendwelche unbekannten, unbedeutenden Politiker irgendeine neue Sau durchs Dorf tragen? Momentan sind es ja die SUVs. Alle SUVs müssen aus der Stadt raus. Sofort. Lebensgefahr. Also es sind immer irgendwelche unbedeutenden Politiker, die da meinen, sie werden dadurch eben bekannt. Ich weiß es nicht. Der SPD Rechtsextremismus-Experte Florian Ritter sorgt sich wegen möglicher Unterwanderung der sogenannten Prepper-Szene durch Rechtsradikale. Und er warnt vor der Unterschätzung des Gefahrenpotenzials durch die Staatsregierung. Und diese Antwort werde diesmal nicht ich geben, sondern unsere bayerische Staatsregierung. Die kann das nämlich richtig gut. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Also dieser Florian Ritter hat dann eine sogenannte schriftliche Anfrage an die Staatsregierung gestellt, an die bayerische. Und ich lese euch nicht alles vor, aber die wichtigsten Szenen daraus lesen wir mal vor. Die Prepper-Szene stellt sich als eine nicht homogene Gruppierung dar, über die an sich lobenswerte Katastrophenvorsorge deutlich hinausgeht. Aha, das kann er scheinbar unterscheiden, wann ist jemand Vorsorger, wann ist jemand Prepper. Ich kenne die Unterscheidung nicht. Treiben einige Prepper da durchaus politisch problematische Gedanken an. Einige sehen die staatliche Ordnung kurz vor dem Zusammenbruch, andere propagieren dies politisch, andere sehnen sich regelrecht einen Bürgerkrieg herbei. Aha. Dann geht's weiter und im nächsten Satz bezeichnet er dann diese Leute als Doomsday Prepper. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema als der normale Prepper, aber es wird dann trotzdem in der ganzen restlichen Anfrage nicht mehr von den dummsten Prepper gesprochen, sondern von dem normalen Prepper, der halt seine Vorbereitungen trifft, der für 14 Tage, einen Monat lang vorbereitet ist, falls mal ein Katastrophenfall kommt. Im Übrigen sagt auch unsere Bundesregierung, dass sowas möglich ist, weil wir leisten uns zwei Institutionen, die sich ausschließlich mit dem Thema Katastrophe beschäftigen. Das erste ist das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mit über 300 Vollzeitmitarbeitern und das zweite ist das THW mit über 80.000 Mitgliedern, die nur dafür da sind, falls es eine Katastrophe gibt, dass wir helfen können. Also es ist ja nicht so unrealistisch, laut Staat. Gut, eben geht es darum, die Radikalisierungspotenziale der Prepper zu ergründen. Laut Autor Lucius Teitelbaum. Und da, wenn man die Internetseite schon schaut, der rechte Rand, aha, dann weißt du ja schon mal, wo der Wind herkommt, gehören Krisenszenarien, Untergangsfantasien und Kulturpessimismus zum festen Bestandteil extrem rechten Denkens. Also, weil ich jetzt der Meinung bin, ein Blackout kann durchaus passieren, bin ich jetzt ein Rechter. Es wird immer lustiger. Es geht dann nur weiter, das deutsche Volk vor einem Endkampf über diese Homogenität und warnen szenenübergreifend vor dem Volkstod. Als Reaktion auf diese Krise zieht es laut Teitelbaum einen Teil der Szene aufs dünn und deutsch besiedelte Land gern unter Gleichgesinnten. Ein anderer Teil hofft auf einen Rassenkrieg, dem dann eine ethnisch reinigende Wirkung zugesprochen wird. Zur Vorsorge für den Bürgerkrieg gehören laut Teitelbaum dann auch Listen mit zu bekämpften politischen Gegnern. Die Krisenangst bedient prominent der rechtsgerichtete Kopfverlag. Jetzt auch neu, dass der rechtsgerichtet ist. Aber wenn es natürlich von jemandem kommt, der ganz links außen steht, ist ja alles von ihm rechts. Also es wird hier schon sehr dramatisch beschrieben, was jetzt ein normaler, der jetzt mal für 14 Tage Vorräte hat oder für einen Monat, was dem alles, der hat dann Untergangsfantasien, Bürgerkriegsfantasien. Ja, ich möchte nicht wissen, was der mitternachts träumt. Als Ausrüstung, genau beim Kopfverlag, es geht noch weiter an, Ausrüstung gibt es da Krisenvorsorge. Langzeitlebensmittel, Staatsgutpakete, Saatgutpakete, Kurbeltaschenlampen, Wasserfilter bis hin zu Pfefferspreis und Elektroschocker. Okay, scheiße, ich habe jetzt auch so eine Kurbeltaschenlampe daheim.
Ich bin gefährlich. Also es wird immer besser. Dann kommt er natürlich auf die Prepper-Gruppe namens Nordkreuz, dadurch ist er das Ganze entstanden, kurz zum Thema. Und dann geht es weiter, bezeichnet sich der Abteilungsleiter Süd des 2017 gegründeten Prepper e.V. zwar als unpolitisch, beschrieb sich allerdings als national und sozial eingestellt. Ganz gefährlich. Ja, dann beschreibt er nur, es gab 2015 jemand, der hat 240.000 Euro veruntreut, damit er sich einen Bunker bauen kann. Also, der hat sich einen Bunker, der hat was veruntreut, alle Prepper sind schlecht, alle Prepper veruntreuen. Also ich dachte immer, sippenhaft gibt es in Deutschland nicht, aber scheinbar schon. Gut, aber jetzt kommen wir zu seinen Fragen. Also jetzt kommen wir zu den Fragen und zu den Antworten der Staatsregierung. Die muss es ja wissen. Hat die Staatsregierung Erkenntnisse über Prepper in Bayern bzw. die Prepper-Szene und wie viele Leute sind es? Auch die Staatsregierung stellt als ersten Punkt mal fest, dass Duma eine Sonderform von Prepper sind. Weil er spricht ja eigentlich nur von Duma und dann spricht er aber wieder von Prepper von allgemein. Und derzeit liegen keine Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Bestrebungen der Prepper-Szene oder einzelner Gruppierung innerhalb der Szene vor. Also nein, Prepper sind nicht gefährlich. Die alleinige Kenntniserlangung von Personen, die ausschließlich große Mengen an Vorräte lagern, bietet zudem für sich allein betrachtet noch keine ausreichende Grundlage zur polizeilichen Speicherung. Also nur weil ich jetzt für ein paar Tage Vorräte habe, gibt es keine Speicherung. Das ist auch richtig. Und dann kommt es, wie viele Leute sind es denn? Und es sind tatsächlich fünf bzw. sechs sind es 11 Leute. Und davon ist einer ein Dummer. Also wir haben in Bayern ganz brutal gefährlich 11 Leute. Und davon ist einer Dummer. Und es geht aber noch weiter, weil die nächste Frage, die er stellt, ist ja die: Gibt es Zusammenhänge mit den Reichsbürgern? Und man stelle fest, die Personen, die oben genannt waren, waren zum allergrößten Teil eigentlich Reichsbürger, die halt auch Vorräte mit angelegt haben. Also eigentlich reden wir hier nicht von Prepper, sondern wir reden eigentlich von Reichsbürgern. Es wird aber nur alles wieder zusammengeschmissen. Sind der Staatsregierung Verbindungen der Prepper-Szene zu rechtsextremistischen und rechtsradikalen Organisationen bekannt? Antwort: Nein. Gibt es keine. Hat die Staatsregierung Erkenntnisse darüber, ob die Sicherheitsbehörden bekannte Personen der rechtsextremistischen radikalen Szene, die sich auch als Prepper bezeichnen? Also jetzt plötzlich wird irgendwo nur geschaut, wo könnte man nur Prepper herkriegen? Aha, aus der rechtsradikalen Szene. Die Prepper-Szene wird durch Rechtsextremisten in Bayern bislang kaum thematisiert, also auch nicht. Hat die Staatsregierung Kenntnisse darüber, bayerische Polizeibeamte, jetzt geht es ja nur an die Polizisten, Kontakte und Verbindung zur Prepper-Szene unterhalten? Oder eben Prepper-typisch sich auffällig verhalten? Die Staatsregierung, die Antwort ist cool. Die Staatsregierung geht davon aus, dass auch Staatsbediente, wie dies beispielsweise das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe allgemein empfiehlt, im individuellen, unterschiedlichen Maß und im Rahmen der gesetzlichen Vorsorge für Katastrophenfälle treffen. Ja klar. Polizisten wissen, worauf sie sich einlassen und dementsprechend sorgen die halt vor. Allein dieser Umstand bietet jedoch ohne Hinzutreten einschlägiger Anhaltspunkte keinen Anlass zu zweifeln an der Verfassung und Rechtstreue der Bediensteten. Coole Antwort. Also nur weil einer Vorräte hat, ist er deswegen nicht verfassungswidrig. Gibt es in Bayern Waffen-Munitionsfunde von Leuten, die sich als Prepper bezeichnen? Und wie gesagt, hier haben sie auch die Reichsbürger mit reingemischt. Und es haben dann ganz brutale Waffenfunde aufgezeichnet. Gut, eine zur Schusswaffe umgebaute PTB-Waffe samt Munition, das ist mal ein Punkt, wo ich sage, okay. Aber der ganze Rest, weil in Oberbayern Süd haben sie einen gefunden, der hat einen Revolver gehabt und nur ein paar andere Waffen. Es steht aber nicht da, ob die legal oder illegal waren. Er könnte die auch ganz legal besessen haben. Sehr möglich. In Niederbayern haben sie Dekorationswaffen gefunden, Wurfstern, ein Butterfly, Dekorationsmesser. In Schwaben war es ganz gefährlich, eine Schreckschusswaffe mit Munition. Also ich muss darüber noch lachen, weil ich meine, die kann ich in jedem Geschäft kaufen. In Unterfranken haben sie zumindest eine Wurfaxt gefunden und eine Langaxt. Ganz, ganz gefährliche Sachen, hat kein Mensch daheim so Axt. Und einen Bogen haben sie auch noch gefunden. Also, ich finde, die haben sich da sehr gut drüber lustig gemacht und das ist auch so.
Wie gefährlich schätzt die Staatsregierung die unterschiedlichen Ausprägungen innerhalb der Prepper-Szene an, auch im Hinblick auf möglichen legalen oder illegalen Waffenbesitz? Hier liegen derzeit einfach keine Erkenntnisse vor. Vier Personen, die die Prepper-Szene, die aber auch der Reichsbürger-Szene angehören, wurden sowieso die Waffen entzogen. Bei welcher Gelegenheit wurde von Polizeieinheiten in den letzten 5 Jahren Namenslisten im Print oder digital mit vornehmlich der linken Szene angehörigen Personen gefunden? Gibt keine Erkenntnisse, weil es keine gefunden haben, sonst wäre das schon lange bekannt worden. Und jetzt kommt nur der Schlusssatz, also der ist richtig cool. Wie oft waren Prepper schon Teil der Besprechungen im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum? Im Terrorismusabwehrzentrum. Das sind die, die sich mit Terroristen beschäftigen. Und die Antwort ist wieder: Das Terrorismusabwehrzentrum behandelt Sachverhalte aus dem Phänomenbereich Islamismus und islamistischer Terrorismus. Sonst nichts, weil das sind Terroristen, nicht der normale Prepper, der vorsorgt. Und dann noch die Schlussfrage ist auch ganz gut: Werden Erdenbunker zur Genehmigung, müssen Erdbunker genehmigt werden? Ja, klar, das ist eine bauliche Maßnahme. Also, ihr seht, die Antwort der bayerischen Staatsregierung ist definitiv: Nein, Prepper sind nicht gefährlich. In keinster Weise. Es gibt ein paar, die haben Reichsbürger und es gibt da, die haben diesen Nordkreuz da irgendwie zugehörig. Aber der normale Mensch, der vorsagt, der das tut, was eigentlich die Bundesregierung vorschreibt, dass man ihm für 14 Tage oder länger einen Vorrat hat, also für mindestens 14 Tage steht ja überall drin, oder bei der Nein jetzt mindestens 10 Tage. Also, diese Frage hat die Staatsregierung gut beantwortet, muss ich sagen. Dem SPD-Politiker ist es nicht weit gelungen. Er sieht jetzt quasi die Mordsgefahr, die völlig unterschätzt wird von der Regierung. Naja, SPD, was soll man dazu noch sagen? So, das war's wieder von mir. Ich hoffe auf einige Kommentare unten drin. Diskutiert's mit, wie seht ihr das? Sind Prepper gefährlich oder nicht? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder mal ein Like freuen. Genauso, wenn noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Spiergel von Outdoor Chiemgau.